Europa und Asien haben ein bisschen unterschiedliche Philosophien insgesamt im Denken und anderen, geformt durch Sprache und Schrift, aber eben auch durch die Philosophie und Kultur selbst. Da fällt es einem von innen manchmal schwer, solche Dinge zu erkennen, was überhaupt die europäische Kultur ausmacht, wenn man selbst Europäer ist. Wenn man viel reist und sich viel mit anderen Kulturen beschäftigt, fallen einem plötzlich Dinge auf. Also in allen Kulturen haben in der alten Zeit Schwerter eine riesige Rolle gespielt. Zuerst haben Menschen halt ohne Waffen gekämpft, dann irgendwo mit Steinen, Stöcken und dann aus denen immer weiterentwickelte Werkzeuge gemacht, überall auf der Welt, fast auf gleiche Weise und zu ähnlichen Zeiten. Neben zuerst, weißt du, Keil, Faustkeil und dann Speer, Spitze, Stöcke. Und dann irgendwann mal hat man herausgefunden, wie man Erz schmelzen kann. Meistens zuerst Kupfer, wurden Bronze gemacht, eben in der Bronzezeit, erst später dann Eisen. Und daraus wurden halt lange Dinge gemacht mit einer scharfen Kante, die man auf jemanden reinhacken kann, um ihn zu verletzen oder zu töten. Das war überall auf der Welt das Gleiche. Und schnell hat man dann auch damit begonnen zu üben, dass man das eben besser und effektiver machen kann. Hier in Europa, wie auch in Asien. In Europa wurden die Klingen, die Blankwaffen, früher und schneller durch Feuerwaffen verdrängt. Wir hatten also auch schon früher sehr viele Kampfkünste, die sich mit Schwertern beschäftigt haben. Ähnlich wie heute in Japan noch Kendo und solche Dinge. Und wir haben auch Schriften, die das belegen. Beispielsweise die Schrift Lichtenauers, in der ich ein wenig unterrichtet wurde. Und historische europäische Kampfkunst HEMA, wir versuchen das zu rekonstruieren. Aber es ist lange eben ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Kriegskunst dann immer mehr mit Feuerwaffen zu tun hatten und also sehr viel dieser Kriegskunst und Kampfkunst sich auf Feuerwaffen konzentriert hat. Wir haben auch noch viel mehr spezifisch europäische Kampfstile mit Stock, mit Schlagen und Treten wie Boxen, Ringen. Das sind antike auch teilweise europäische Kampfkünste mit extremer Entwicklung. Wir haben nicht so eine extreme Vielfalt an Stilen, weil wir es viel mehr zusammengefasst haben, was typisch ist für die europäische Art des Denkens. Von einfach Trial, Error und stetiger Verbesserung, anstatt uns festzulegen, wir machen das und dann wollen wir das immer besser machen, diese eine Sache, wie die Asiaten das lieber haben. Also Boxen, Ringen, französisches Savat und da gibt es tausende andere. In der Schweiz gibt es Schwingen, in Island gibt es Glima und da gibt es überall auch diese traditionellen Kampfkünste, die gemacht werden, nebst den moderneren Kampfkünsten, auch beispielsweise antikes griechisches Pankration aus ungefähr dem modernen MMA entspricht, einfach mit noch offeneren Regeln. Also das gibt es durchaus. Auch Bogenschießkunst, Schwertkunst, Speerkunst, gibt es alles in Europa in Hülle und Fülle.